bist eine böse Fledermaus. Ja. Oh. Könnte es jetzt mal Tag werden? Wird es überhaupt noch Tag? Ich sehe keinen Mond. Oh, es hat mich beschossen. Will mir einer erklären, warum ich keinen Mond sehe? Ich weiß es nicht. Ich sehe auch keinen. Was machst du denn da drüben? Du bist auf der falschen Seite. Ich will gerade mal gucken, warum ich Clouds... Mit Clouds hat das nichts zu tun, ob ich den Sonne oder den Mond sehe. Nee, nee. Was habe ich denn falsch gemacht, dass ich den Mond nicht mehr sehe? Oh nein, da ist eine Fledermaus in unserem Haus. Kann ich einen Knochen haben? Wenn du einen findest, ich glaube, wir haben irgendwo einen. Ja, in einer Kiste haben wir bestimmt einen. Lass den Mod drin, da gibt's coole Sachen. Ich mach keine Mods raus, keine Sorge. Das bleibt alles, wie es ist. Entweder wir kommen damit klar, oder wir sind die größten Loser auf der Welt. Ich meine, ich habe ja nicht umsonst Larven. Ah! Beschützt uns, wir werden angegriffen. Boah, wie schreit denn die rum? Die hat vor allem Gunpowder und Leder gedroppt. Das ist geil. Mondfinsternis, ja, das kann sein, Mandy. Aber es müsste ja dann irgendwann mal heller werden. Das wäre schon schön. Dann gehen wir mal in der Nacht los. Aha. In welche Richtung? Warte, ich muss mal gerade auf der Minimap gucken. In welche Richtung wir gehen können, wo wir ein bisschen was erforschen können. Gehen wir durch das Tal der Sklaven und dann dahin. Warte mal, da ist der Spawn. Ne, wir gehen, ja, gehen wir mal in die Richtung. Alter! Du Blöder, wir brauchen unbedingt Pfeil und Bogen. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich könnte mir was machen, aber wir haben nur die blöden Netze und nicht Strings. Bis ich das erstmal verstanden habe. Das hat viel zu lange gedauert. Ah, Sim Junkie, ich darf dich noch freischalten, weil Baudis auf seinen Platz gerade verzichtet hat. Ist okay. Ich schalte dich schnell frei. Ich gebe dir einen schnellen Link. Es wird heller, wenn alle Mobs tot sind. Ja, super. Danke. Entschuldigung, ich muss gerade mal ganz nah an meinen Monitor, um zu gucken, wie man das schreibt. So, ja, perfekt. Sim Junkie. Komm, Miri, gehen wir einfach. Wir schaffen das. Wir sind Monster Hunter. Jo, wir sterben jetzt. Nein, wo bin ich jetzt reingefallen? Nein, immer falle ich in Löcher. Och nee, Regen. Wie Regen? Nein, das kommt von dem Vieh hier. Also bei uns regnet es nicht. Also bei uns regnet es echt nicht. Oh cool, was hat denn der für eine Rüstung an, der Zombie? Osmium-Rüstung hat, glaube ich, irgendwer gesagt. Gib mir bitte die Rüstung. Huch, The Freak. 1 Euro donated. Dankeschön für deine Unterstützung. Er schreibt gleich fertig. Ja, wir freuen uns. Es ist eine Auranote rausgekommen. Auranote? Okay. Nein, das sah nur so aus. Okay, gehen wir mal in die Richtung hier. Laufen wir. Komm, wir schaffen das. Tut uns leid für alle, die jetzt gerade da bauen. Es wird jetzt ein bisschen laggen können, während wir... Bei mir hat es für 55 Sekunden gerechnet. Sehr nice. Was ist das denn? Guck mal! Das ist bestimmt freundlich. Hallo! Ein Mana-Elemental. Elemental. Ein Willst Element. Du mein Freund sein? Hallo, es hat 12 Armor Points. Das ist aber gar nicht so wenig. Das kostet alles Magika. Aber es kämpft gar nicht. Es läuft nur weg, bitte hause nicht. Es hat mich vorhin angegriffen. Es hat einen Mana-Kuchen gedroppt. Bitte hause nicht. Klingt gut. Es hat mich angegriffen. Nein. Es hat mich angegriffen. Was soll ich denn tun? Mich töten lassen? Ja. Ein Hase! Oh nein, töte ihn! Töte ihn! Nein! Schnell! Nein! Nein! Oh, scheiße. Das war ganz schön knapp. Oh. Ich glaube, es wird hell. Dass hier so viele Hasen sind. Ja, ich meine, ich habe gehört, Hasen vermehren sich schnell. Ja, aber die so hier vermehren sich ja. Huch! Ja, warte mal. Wie kann es denn selektiven Regen in Minecraft geben? Was? Guck mal, hier hinten regnet es und hier nicht mehr. Wo regnet es denn? Hier, komm mal näher. Stimmt. Ich sehe den Regen. Hier regnet es, hier nicht. Normalerweise regnet es ja nur in Wüsten nicht, aber das ist nur in manchen Gebieten regnet es. Denise, 6a, danke für dein Follow und willkommen bei den Unfinken. Das ist ja gar nicht seltsam. Ich glaube, ich weiß, dass das Problem ist, warum es nicht Tag wird. Weil der Server total überlastet ist. Tja, ich weiß nur nicht, was ich dagegen machen kann. Wie total überlastet? Ja. Mach mal erstmal den Regen aus. Da ist ein Kopf rausgekommen. Ein Kopf. Ah, es leckt. Die komischen Köpfe. Okay, es hat sich jetzt schon... Okay, ich glaube, es ist abgeschmiert. Siehst du das, dass die Sonne immer versucht aufzugehen und wieder runterzuckt? Es wird immer heller und dann wieder wupp, dunkel. Bewegst du dich gerade noch? Ja, nee, ich stehe gerade. Okay. Ach so, okay, Regenwände durch Flusswände. Verstehe. Ich glaube, ich muss mal irgendeinen Fachmann fragen, was ich machen kann, damit dieses Server ein bisschen...
ein bisschen stabiler laufen. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Also eigentlich ist alles drauf. Fastcraft und was weiß ich alles. Ich habe keine Ahnung, was man dagegen tun kann. Erstmal das Wetter mal hier aus, das nervt nämlich. Ja. Ja. Das gibt zu starke FPS-Einbrüche. So, dann gehen wir mal ein bisschen erforschen. Okay. Mehr RAM zuweisen. Der Ding hat 16 GB zugewiesen bekommen. Mehr kann da ich da nicht Creeper. Zuweisen. Das ist ein das ist eine Stadt. Das Haus. Komm schon. Hm. Wo bist du denn? Ich stehe hier noch rum. Ach hier. Kennst du, kannst du Boomerang oder nicht? Wie Boomerang? Vielleicht gibt's das ja. Boomerang. Hier gibt's keinen Boomerang. Doch, gibt's doch. Das ist eine Chocolate-Quest. Wow. Es wird ja langsam Tag, ne? Ihr seht es ja. Dauert zwar länger als gewöhnlich, dafür bleibt der Tag auch länger als gewöhnlich. Als vielleicht. Nee, man kann halt nicht, ich werde nicht irgendwelche Modpacks runternehmen. Die ganzen Viecher im Himmel nehmen bestimmt mega viel weg. Wie viel Prozessorleistung wird benutzt? Kaum was, das ist ja das. Ich habe zwar viel... Es ist wieder Nacht geworden. Ist so geil. Wartet schnell, mal gucken. Vielleicht hat er eine Ahnung zufällig im Chat, weiß, was man da tun kann. CPU wird gerade mal 17% benutzt. Und der Arbeitsspeicher ist 8 GB drin. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Egal. Vielleicht muss ich mal irgendwie wie Nodop oder JB oder so fragen. Die haben ein bisschen mehr Ahnung, was man so machen kann. Wo hostest du? Bei Strato. Das war kein billiger Server. Der kostet 40 Euro im Monat. Ist vielleicht aber nicht gut genug, so wie das aussieht. Nitrado? Kommst du? Das ist eine Stadt. Aber da waren wir doch bestimmt. Das ist halt ein Windows V-Server. Nee, aber in dieser Stadt waren wir noch nicht. Vielleicht finden wir alles Cooles. Das leckt gar nicht. Nein. Du leckst auch gar nicht vor mir hin und her. Nein, ich erwarte auch gar nicht, dass ich Zuschauer habe, die das wissen, wie, was man dagegen macht. Aber wäre ja ganz schön, wenn einer eine Idee hat. Was macht der denn? Springt der da runter? Spring nicht. Wir erforschen natürlich auch gerade hier. Das macht das ja gerade nicht viel, viel besser. Ich hoffe nur, dass wir nicht irgendwann auf die Idee kommen müssen, doch keine Zuschauer draufzulassen. Das wäre nämlich echt traurig. Das wäre ganz schön doof. Weil ich das eigentlich, finde ich die Idee halt ganz witzig. Was ist das? Ist das ein Bahnhof? Was? Frag mal das Mod-Team wegen dem Server, die haben Ahnung. Okay, mach ich. Danke, Melli. Komm mal hierher. Ich komme zu dir. Ich habe einen Bahnhof gefunden. Du hast einen Bahnhof gefunden? Wie Bahnhof? Ich verstehe nur Bahnhof. Bahnhof. Du laberst. Hier, dreh dich um. Hier sind Truppen mit Pfeil und Bogen. Dann lass dich nicht erschießen. Was hast du? Was? Ein Bahnhof. Wieso ist denn hier ein Bahnhof drin? Was aber ja... Oh geil, eine Steam Engine. Oh geil. Jetzt wirst du wahrscheinlich gleich getötet. Oh geil. Und eine Rolling Machine? Keine Ahnung, was das macht. Nehmen wir mit. Noch irgendwas Cooles? Auch ein paar. Auch Essen. Wow, Rainbow Curry. Das reckt einfach mal die ganze Leiste. Oh ja, gib mir. Hier, bitteschön. Freu dich. Nicht, dass es der Villager aufsammelt. Der hat das nicht verdient. Das wird aber Herz auf jeden Fall schön, viele Steine. Ja, ach so, Railcraft. Ja, stimmt, Railcraft ist ja natürlich. Irgendwann werden wir uns damit ein bisschen auseinandersetzen. Baloo nicht klauen. Wie nicht klauen? Natürlich klaue ich das. Meins alles. Alles meins. Und der Typ steht nur daneben. Doch. Wo ist meine Maschine? Nicht weinen. Heute muss ich wohl nicht zur Arbeit gehen. Alles geklaut. Guck mal, er springt. Nein, spring nicht. Nein. Da auf dem Turm. Was sind das denn für Soldaten? Nein. Der schubst den anderen runter. Nein. 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 Ja, nein. 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 Ja, nein. Nein. Ja, nein. 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 Geil. Jetzt, was tun? Oh, guck mal hier. Hier ist ein richtig cooles Beet.
Ja, alles Mögliche hier drin. Ah, das lassen wir ihm mal. Vielleicht kommen wir irgendwann wieder und ernten, wenn es gewachsen ist. Das heißt so blöd. Sieht cool aus. Ihr seid die blödesten und unfähigsten Soldaten, die ich je gesehen habe. Seid ihr jetzt alle vom Turm runtergesprungen? Unfähiger Zermester, danke für deinen Follow und willkommen bei den unfähigen Marionetten. Wow, das passt ja sogar. Was denn? Wo liegt der denn hier? Der liegt ja einfach vor dem Eingangsbereich hier auf der Nase. Sehr bequem. Wer? Hier sieht so ein Village an im Bett. Guck dir das mal an. Wie im Bett. Och, wie süß. Ja. Nein, und der andere. Das ist kein Hoster wie Nitrado. Ihr müsst euch vorstellen, das ist einfach ein eigener Root-Server, ein Windows-Server, wo ich dann draufpacken kann, was ich will. Ja, da läuft ja auch mein TeamSpeak und so drauf. Da mache ich einfach mit, was ich möchte. Das hat damit nichts zu tun. Guck, meine Statue. Ob ich, wie viel Mods ich hosten kann oder so. Guck, eine das Problem ist also den. Oh, wie süß. Die kann man aber, glaube ich, nicht abbauen, ne? Die gehen auch kaputt. Ich weiß es nicht mehr. Lass mal probieren. Ich kann vor allem nur die Dirt darunter abbauen. Mach mal. Ja. Baloo startet den Server komplett neu. Das müsste dann besser gehen. Das Problem ist... Ja! Nee, ist nur Knochen rausgekommen. Es tut mir leid. Ah, doch! Das Problem ist, wenn ich den Server neu starte, dauert das bestimmt 6-7 Minuten. Das wird dann richtig heftig. Ja, vorgenerieren. Da habe ich ja schon überlegt, ob ich eine Mod installieren muss, die einfach alles vorrechnet. Aber das ist natürlich auch blöd, weil ich nicht weiß, ob der dann auch den World Gen Seed ordentlich nutzt. Hier, ihr behinderten Truppen von Soldaten, was macht ihr eigentlich hier? Rumrennen? Ja, ich habe euch gerade beklaut und ihr habt nichts dagegen gemacht. Ihr seid total scheiße. Die patrouillieren hier. Ich bräuchte so einen Bogen. Würdest du mir einen Bogen geben? Bitte. Hier ist eine scheiß Bücherei. Hatten die keine Schmiede hier in der Stadt? Haben die überhaupt irgendwas Wertvolles? Kann man abbauen, ja, eigentlich schon. Dauert halt immer einen Moment, ne? Ihr seht ja, dauert immer... Oh, das dauert echt lange. Ja, ich werde mich mit dem Mod-Team auseinandersetzen. Die sollen mal gucken, was man optimieren kann. Vielleicht ist der Server auch einfach kacke. Man kann Java ja leider nicht auf mehreren Cores laufen lassen. Java, oh, ich habe mein Buch gefunden. Single-Core-Kacke. Willst du mal sehen? Wo? Ich habe das dem Typ hier aus dem Turm geklaut, der schläft. Schlaf noch gut? Weiß ich nicht. Das war eigentlich nur ein halber Turm. Wo bist du? Hinter dir, fast hinter dir. Ich brauch Glowstone. Gib. Wo? Ich war hinter dir in dem Turm, wo... Oh, hier ist Seeds drin. Was ist los? Nein, ich bin nicht gerade irgendwo runtergefallen. So, er wird etwas unfähig, mein Schatz. Verfluchtes Kack-Drecks-Game installiert und bricht ab. Ja, das ist natürlich blöd. Also ich hatte kein Problem und ich glaube die meisten anderen auch nicht bisher. Huch, was bist du denn? Oh, eine Statue. Okay, die nehmen wir auch noch mit. Statuen kann man immer gebrauchen. Vor allem auf so einem riesen Sockel. Komm schon. Tschüss, Nebelmark. Oh. Hilfe! Wo bist du denn? Hilfe! Ich weiß überhaupt nicht, wo Miri ist. Kein bisschen. Es ist etwas passiert. Was? Hier! Wo bist du? Wie bist du denn da hochgekommen? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Es ist einfach passiert. Spinner. Oh, eine schöne Festung hier. Hallo, ich bin Baloo. Hallo. Ist schön hier? Ja, ich krieg bald eine coole Rüstung. Freu mich. Dann ist ein Enderman, den brauchen wir. Wir brauchen Enderperlen. Aber bis wir da sind... Ach nee, das ist ein Totem, glaube ich. Kein Enderman. Ja, das ist ein Totem. Schade. Ja. Vielleicht müsste ich mal die Renderdistanz runterschrauben vom Server, dass nicht jeder so viel sieht oder so. Aber ich weiß es nicht. Egal. Müssen wir erstmal mit leben. Zumindest heute noch. Wir werden schon überleben.